Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Biotechnologie TV, dem Nachrichtenmagazin von biotechnologie.de. Heute spreche ich mit dem ersten Professor für synthetische Biologie. Wir zeigen Ihnen, wie Forscher die Herstellung von Grippeimpfstoffen verbessern. Und in unserer Rubrik Kreidezeit erklären wir den Begriff Markergen. Ein neues Forschungsfeld etabliert sich derzeit, die synthetische Biologie. Per Internet ist mir jetzt Wilfried Weber zugeschaltet, der als erster Professor Deutschlands für synthetische Biologie berufen wurde. Guten Tag, Herr Weber. Guten Tag, Herr Oswald. Wie war Ihr Start an der Uni Freiburg? Wir hatten einen hervorragenden Start in Freiburg. Wir wurden sehr freundlich aufgenommen in dem Exzellenzklasse BIOS in der Fakultät für Biologie und hatten schon einige sehr interessante Forschungskooperationen jetzt gestartet. Und zum anderen haben die Studenten auch ein großes Interesse an der synthetischen Biologie. Was glauben Sie, wie wird sich die synthetische Biologie in den nächsten Jahren entwickeln? Es gibt einige Anzeichen, dass die synthetische Biologie rasant weiter wachsen wird. Drei Beispiele möchte ich hiervon nennen. Einerseits wächst die Anzahl der Publikationen aus dem Bereich der synthetischen Biologie exponentiell. Zum Zweiten werden gerade sehr viele Zentren für synthetische Biologie etabliert, in Deutschland, in Europa und der Welt, wobei Freiburg in Deutschland eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Und zum Dritten zeigt die Industrie ein sehr großes Interesse an den Möglichkeiten der synthetischen Biologie. Die Forschungsorganisationen haben kürzlich zu einem gesellschaftlichen Dialog über die synthetische Biologie aufgerufen. Warum ist das wichtig? Ich denke, allein wegen dem Namen schon, synthetische Biologie, könnten Ängste in der Bevölkerung geweckt werden. Synthese und Biologie, also Leben, können Angst wecken, dass synthetisches Leben erzeugt wird. Davon sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Aber ich denke, sehr wichtig, von vornherein die ethischen Fragestellungen mit in die Forschung einzubeziehen und diese auch aktiv zu diskutieren und der Bevölkerung in Veranstaltungen darzulegen, um was es geht in der synthetischen Biologie und die ethischen Fragestellungen damit einzubringen. Vielen Dank, Herr Weber. Vielen Dank, Herr Oswald. Deutsche Bauern, die Mais anbauen, haben derzeit große Sorgen. Ein gefährlicher Schädling breitet sich aus, der Maiswurzelbohrer. Mithilfe der Gentechnik haben Jenaer Forscher nun eine Abwehrstrategie entwickelt. Die Larve des Maiswurzelbohrers knabbert an den Wurzeln von Maispflanzen, wodurch sie verkümmern. Doch Mais kann sich wehren, mit einem speziellen Duftstoff, der natürliche Feinde des Schädlings anlockt, die ihn dann auffressen. Viele moderne Maissorten haben diese Fähigkeit im Laufe der Züchtung jedoch verloren. Forscher vom Max-Planck-Institut für Ökologie in Jena haben dem Mais den Hilferuf nun wieder beigebracht. Dafür nutzten sie gentechnische Verfahren. Was bewegt einen Forscher, was einen Wissenschaftsjournalisten? Dank zahlreicher Blogs kann man das inzwischen im Internet nachlesen. Einige besonders lesenswerte deutsche Wissenschaftsblogs sind auf der Seite scienceblogs.de gebündelt. Unsere Auslese. Was stört einen Biologen an Dr. House? Was hat der Genomforscher Craig Venter mit Karl Marx zu tun? Welche Nobelpreisträger haben sich geirrt? Solche Fragen werden auf scienceblogs.de diskutiert. Seit dem Start im Jahr 2008 kommen hier insgesamt 30 Wissenschaftsblogger zu Wort. Mitdiskutieren kann jeder, der Name und E-Mail-Adresse angibt. Und auf einer so empfehlenswerten Seite darf Biotechnologie TV natürlich nicht fehlen. Die Schweinegrippe breitet sich immer weiter aus, aber es dauert noch, bis ein Impfstoff in größeren Mengen produziert ist. In Zukunft können Impfstoffe wahrscheinlich viel schneller produziert werden, dank Zellkulturen. Volker Sandig von der Biotech-Firma Probiogen möchte die Herstellung von Impfstoffen verbessern, denn die herkömmliche Produktion mit Hühnereiern ist sehr kompliziert und teuer. Ja, wir haben uns der Entwicklung von Zelllinien für die Herstellung von Impfstoffen verschrieben und glauben, dass wir mit neuen Zelllinien Impfstoffproduktion effektiver machen können, auch kostengünstiger. Einige Pharmakonzerne nutzen bereits Zelllinien, um Impfstoffe herzustellen. Allerdings gibt es bislang nur wenige, die für die Produktion geeignet sind. Probiogen hat nun eine neue Zelllinie aus Entenzellen entwickelt. Damit verbindet die Berliner Firma große Hoffnungen, denn erste Tests deuten auf ein großes Potenzial hin. Also, wir waren total erstaunt über die Ausbeuten Grippeviren, die wir auf unseren Zelllinien erzielen können. Die übersteigen solche, die man auf anderen Zelllinien finden kann und auch auf Eiern finden kann, dramatisch. In unserer Rubrik Kreidezeit erklären wir Begriffe aus der Biotechnologie. Heute in der Kreidezeit das Markergen. Wir Wissenschaftler wollen häufig Gene in Bakterien einbringen. Leider klappt der Gentransfer häufig nicht, sodass nur ganz wenige der Bakterien das Gen bekommen. Um nun herauszufinden, welche Bakterien durch das Gen verändert wurden, verwenden wir bestimmte Markergene. Markergene sind Gene, die man sehr einfach nachweisen kann, die zum Beispiel Bakterien gegen Antibiotika resistent machen. Um nun herauszufinden, welches
der Bakterien das Gen erhalten hat, koppeln wir das Markergen mit dem zu untersuchenden Gen und bringen das zusammen in das Bakterium ein. Anschließend geben wir das Antibiotikum dazu, das alle Bakterien, die das Gen nicht enthalten, tötet. Und am Ende bleiben nur die Bakterien übrig, die sowohl mit dem Markergen als auch mit dem eigentlichen Gen transformiert wurden. Sie müssen jetzt ganz stark sein. Denn das war's leider schon wieder. Die nächste Ausgabe von Biotechnologie TV erscheint am 28. September. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und ich lass mich gehen.